Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom FM24 Manager mit der SG Wattenscheid. Und im Moment sieht es ja wahnsinnig gut aus. Heute ist der, weiß ich nicht, was für ein Tag ist eigentlich heute. Ich bin hier kontinuierlich im Aufnehmen. Der siebte, genau, heute spielt Deutschland. Gerade läuft Deutschland gegen Griechenland. Könnt ihr mir gerne auch eure Kommentare mal oder eure Denkweise in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall werden wir heute gegen unseren Erzfeind spielen, und zwar den ASC 09 Dortmund. Ja, in der Vergangenheit haben wir sehr, sehr, also eigentlich alle Spiele gegen diese Mannschaft verloren. Sowohl in der Liga als auch im Westfalenpokal im Halbfinale, wer sich erinnert, wer nicht, gerne reingucken. Ligatechnisch stehen wir, würde ich persönlich sagen, sehr, 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 sehr gut da. Platz 1 nach 5 Spieltagen mit 13 Punkten, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Darf natürlich auch nicht wirklich abbrechen, ja. Und in der Vergangenheit, beziehungsweise im letzten Spiel, haben wir gegen Brünninghausen 2-2 gespielt. Das darf jetzt natürlich, also eigentlich müssten wir jedes Spiel gewinnen, plus minus. Also verlieren ist auf jeden Fall ein No-Go, wenn wir aufsteigen wollen. Für alle die es jetzt nicht mitbekommen haben für die zweite Saison, der Verein sagt, ey, du musst nicht aufsteigen, ja, du kannst auch einfach dich oder du sollst dich etablieren in der, was war das, etablieren in der Fansziele, etablieren. Abschlussplatzierung in der oberen Tabellenhälfte. So. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, letzte Saison wurde gesagt, ey, du musst aufsteigen sofort, und jetzt sollte man sich auf jeden Fall etablieren. Ich habe dann auch mal auf meinen Vertrag geguckt, der auch nächstes Jahr ausläuft. Also könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ey, soll ich weiter im Wattenscheid machen oder auch nicht? Ich meine, das ist halt Rebuild. Das habe ich ja nicht umsonst gewählt, und eigentlich würde ich mich freuen, hier weiter zu bleiben, aber man weiß ja auch nicht, was der Vorstand sagt. Nichtsdestotrotz, wir gehen mit einer Mannschaft rein, die wahrscheinlich so bleibt, wie sie jetzt gerade ist, beziehungsweise. IV ist das Problem, genau, immer noch wie die rechte Mittelfeldposition. Mittelfeldposition spielt im Moment Luis Holpi, kann er eigentlich nicht, aber muss ich machen, ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe gerade Bertelsmann gesehen, kann er da auch spielen? Nein, kann er nicht. Da muss ich jetzt irgendwie was, das ist ja noch in Ordnung, also das kann man noch irgendwie regeln, aber wir haben jetzt hier in der IV einfach gar keinen, wir haben gar keinen da. So, Malcerek, der ist, kann eigentlich erst plangemäß in 3 Tagen wieder ins Training einsteigen, und Schuring, der ist einfach mal komplett verletzt, der eigentlich die Position eventuell spielen könnte. 2 bis 4 Monate ist Schuring verletzt. Die Frage ist, wen setzt man da hin? Ne? Also, Ikene auf keinen Fall. Ich gucke mal kurz. Normalerweise, ja, Sindermann ist angezeigt und Malcerek, ne? Ach du dickes Ei, wen setzt man denn da hin? Wie groß ist der? 1,82. Ja. Und das auch noch gegen unseren Erzrivalen. Erzrival ist übertrieben, aber gegen unseren Angstgegner irgendwie gefühlt.
Ach du dickes Ei, haben wir irgendwas im Leistungsbereich? Naja, ja. Selbst dann wird das wäre Quatsch. Boah, keine Ahnung. Julian Scheffler ist eigentlich IV 1,78. Ich bringe Sindermann hierhin und ich gehe mit Ekene. Muss er halt irgendwie durch, so. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Weil ich meine, was soll ich sonst machen? So, Arno Bodem, ja, er ist mit seinen 18 Jahren, der ist aber 1,89, ne? Der ist natürlich für seine 1,89 eigentlich besser aufgestellt, wenn man den in die EV packt. Sag ich euch, wie es ist. Davon abgesehen habe ich gerade festgestellt, dass wir überhaupt gar kein IV-Backup hätten, wenn Malcharek könnte. Klar, hätten wir, wenn Schurin könnte. Aber mal abgesehen, wenn Malcharek jetzt fit ist, was er bald ist, und Schurin nicht, dann hätten wir keinen Backup für die IV, ne? Kann man denn den Anu Bodem irgendwie. Warte mal. Den kann man doch. Kann man die nicht irgendwie Training? Innenverteidiger. Ich hab den, glaube ich, schon in den letzten Parts irgendwie. Habe ich den schon umtrainiert, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt so rein gegen ASC Dortmund. Und dann gucken wir mal, was passiert. Weil Sopo und Janik soll ich jetzt changen, aber das tue ich jetzt nicht. Ja, ist gut. Ekene ist verletzt, weil er auf einer falschen Position spielt. Brudi, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ne? Da kann ich nichts gegen tun. Verstehst du das? So, wir gehen rein hier. Wir gehen rein. In zwar, was? Drücken wir denn jetzt hier? Wir müssen den Heimvorteil unbedingt voll nutzen. Ja, kann man nehmen. So. Macht mich stolz. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Let's go. Wir gehen wieder auf Kommentarbasis. Logischerweise. Weil mein Computer das halt nicht wirklich mitmacht. Aber nichtsdestotrotz können wir ja sehen, was passiert. Von daher passt alles. So, kurz was getrunken. Rödinghausen führt 1-0 und damit punktgleich mit uns. Jetzt müssten wir tatsächlich auch mal ein wenig Ränke mit gelber Karte. Ein bisschen. Was ist denn hier los? Hallo, geh weg. Danke. Ein bisschen punkten, ein bisschen Tore schießen. Ne? Tor für Wattenscheid. Jawolski. Oben und Yildiz. Geht da durch. Die Abwehr wie das heiße Messer durch die Butter und legt ihm am Torwart vorbei. Wie der das gemacht hat, Wahnsinn. Klasse Typ. Wirklich. Mir gefällt's. Nichts auszusetzen an dieser Leistung. Eieiei. Sindermann auch mit Gelb. Man kennt's. In der Vergangenheit.
Da gab es einige gelbe Karten in den Spielen von Wattenscheid und AC Dortmund. An wen es liegt, weiß ich nicht, aber Krieg kriegt jetzt auch noch gelb. Nee, es ist auch gut, so dass wir die Tretertruppe aus Bochum haben, so. Nee, finde ich, also. Nee, es ist okay, also. Ey, ich sage ganz ehrlich, ey, es ist gut, ne? Kloppt die Leute da ruhig weg. Ich habe ja auch so viele Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Da kann ich das auch mal machen, so als Mannschaft, ne? So, Kehne hat eine 6,7, aber gut, okay, musst du durch. Ey, Sindermann, ich sag dir ganz ehrlich, ne, wie heißt du mit Vornamen? Ich kenne meine Spieler Tom. Ey, Tom, hör zu. Ich will dir nicht viel vorschreiben. Aber bitte, bitte, kriege keine rote Karte. Also wirklich, ja. Wenn du keine rote Karte kriegst, kriegst du einen 6er-Pack Malzbier. Ja? Komm. Und du magst Malzbier, das weiß ich. Also bitte, bitte, bitte keine gelb-rote. So, Ikene wechseln wir aus. Müssen wir auswechseln. Ikene vor allen Dingen. Renke. Nee, warte mal. Lassen wir die durch. Also erstmal ein bisschen spielen oder? Das ist so schwierig irgendwie. Umschalt spielen. Ich will eigentlich noch nichts ändern. Nee, ich glaube, also ich gehe das Risiko jetzt ein. Wenn irgendeiner von den gelb Vorbelasteten jetzt gelb-rot bekommt, dann bin ich halt schuld. Ich meine, der Trainer ist immer schuld, so von daher. Muss man denn da durch und im Endeffekt kriegen wir ein 1-1. Beziehungsweise ein Tor reingeknallt und das ist vom Bär. Und was für ein Tor, ja. Eieieiei. Lässt die Siegesserie nach. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt nicht persönlich damit gerechnet, dass wir auf Platz 1 stehen nach 5 Spieltagen oder so. Oder nach 6. Aber wenn, dann würde ich echt schon gerne da oben mitspielen, ja, um den Aufstieg. Das sage ich euch, wie es ist. Also, 60. Spielminute. Wir gehen nochmal rein in die Auswechslung und wir bringen Vierrad für Kreh, wir bringen Raphael für Holtby und wir bringen Renke bzw. Kulinic für Renke und Bertelsmann für Janik. Jetzt mal unser Sheetcode, der soll jetzt ein bisschen da vorne was regeln. Sonst wird das da oben nicht funktionieren. Ja. Mehr fordern. Ich will dieses Jahr mit dieser Mannschaft in die Regionalliga aufsteigen. Komme, was wolle. Ja. Komme, was wolle. Preußen Münster schießt aber auch jede Mannschaft kontinuierlich ab. Wahnsinn. So, warte mal. 78. Spielminute. Das läuft mir nicht so toll, wie ich das hier haben will. Ne? Bin ich ehrlich. Kraftvolle Flanken. Sopo macht aber auch seit den Testspielen eigentlich gar nichts mehr. Alter.
weiß auch nicht, was da los ist. Wir gehen nach vorne komplett. Wir drücken, wir pressen. Und in der Hoffnung, dass da irgendwie mal irgendwie was passiert. Wir bringen ihn auf Unterstützen. Das erste Mal, glaube ich, nach einem Jahr, dass er mal nicht auf Verteidigen spielt. Yildiz bringen wir auf Angreifen. Und die tauschen wir, weil Bertelsmann einfach besser ist als Stoßstürmer. Und dann hätten wir noch einen... Ja, komm. Ja, komm. Bringen wir ihn. Ich meine, er ist sowieso immer hinten dran irgendwie zwischen den ganzen. Im Endeffekt hat keiner ein gutes Spiel gemacht bis jetzt, außer Umut Yildiz, der das Tor gemacht hat. Aber ansonsten hätte der auch keine 7,5. Sind wir auch mal ehrlich. Also, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Und deswegen gehen wir auf Offensiv. Ja, come on, Alter. Warum ist das so? Warum spielen wir dauerhaft mit, oder warum gehen wir dauerhaft mit einer Niederlage aus diesem... aus diesem Match gegen ASC Dortmund? Das gibt's doch gar nicht. Das kann es doch nicht sein. 2-1 verlierst du. Jedes Mal verlierst du gegen diesen Club. Jedes Mal verlierst du gegen diesen Club. Ja, das hätten wir gewinnen müssen. Natürlich hätten wir das gewinnen müssen. Ey, das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt 3 bzw. 4 Mal gegen diesen Club gespielt und 4 Mal haben wir verloren und jetzt sind wir auf Platz 3. Ich meine, 13 Punkte ist nichts, weißt du, der Rödinghausen hat 14, aber darum geht's nicht. Es ist ein Spiel, was wir gewinnen hätten müssen. Transferfenster schließt. Ja, ich kann eh nichts kaufen. Ich habe eh keine Kohle. Lass mich ruhen. So. Kann ich hier bitte mal kurz... Dankeschön. Oder auch nicht. Ne? Nein. Was? Nur ein kleiner Ausrutscher. Jetzt kommen wieder Siege in Masse. Ja, Matthias Fröbel. Also hier unten steht's, ne? Also ich... Lass mir jetzt hier nichts einfallen. Ey, Mathis Fröbel, ich hoffe, dass du behältst recht. Also, da hoffe ich auch drauf, dass das passiert. Ja. Ich weiß auch nicht, für die Zuschauer, die hier jetzt noch zugucken, ob das Sinn ergibt, wenn man mit 2 Stoßstürmern rangeht. Oder ob man tatsächlich mit Bertelsmann startet. Ja. Und jetzt ist so ein Moment, wo ich einfach auch Casalino komplett vermisse. So. Ich meine, den hat man irgendwie nie gesehen, aber der hat trotzdem irgendwie 12, 15 Tore irgendwie in der Saison geschossen. Ne, wir gehen in den Kraftraum. Pech gehabt. Ihr arbeitet jetzt. Und danach Ausdauer. Also wir haben hier trainingsfreien Tag. Gut, nö, da können wir trotzdem machen. Warte mal, offensiv, ja, das passt. Wir arbeiten in der Offensive. Machen so. Warte mal. Passt. Passt. Wir haben anscheinend irgendwie hier so ein Dingsbums da, ne?
Länderspielpause oder so ein Schwachsinn. Genau, aber damit wir im Flow bleiben, hätte ich gerne irgendwie ein Spiel, um einfach, damit die Jungs wissen, wo das Tor steht. Und die Frage ist aber, gegen wen? Nicht gegen wen, sondern gegen wen. Versteht ihr? Ja. Krefeld-Vicheln. Ja, komm, fragen wir die mal an, ob die Bock haben auf uns. Wenn nicht, auch gut. Wenn nicht, auch okay. So. Krefeld-Vicheln hat angenommen. Sehr gut. Gebühr 1000 Euro. Einnahmen kriege ich 6000. Das ist doch okay. Wen soll ich denn noch nachnominieren? Ich habe keine anderen Spieler. Was denkst du hier, werde ich hier. Also, bin ich FC Bayern, habe 35 Spieler. So. Ja, Justin Hoffmanns hätte ich gerne gehabt. Der hat auch keinen Vertrag. Problem ist nur, der ist Rechtsverteidiger und ich kann einfach keinen Rechtsverteidiger brauchen und er will auch einfach nicht. Wir starten sofort mit einem Freundschaftsspiel, denn wir haben. Ja, was haben wir? Wir haben Länderspielpause. Auf jeden Fall haben wir irgendeine Pause. In der letzten Folge haben wir verloren gegen AS Dortmund, also wir verlieren grundsätzlich gegen AS Dortmund. Keine Ahnung, was das soll, auch wenn Stiepermann weg ist. Vier Spiele, vier Niederlagen gegen AS Dortmund. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich mache ich das nicht. In der Saison irgendwie ein Freundschaftsspiel, ja, zu machen oder so. Aber ich mache es jetzt einfach und das gegen den VfR Krefeld-Vicheln. Ist jetzt nicht so eine Mannschaft, die hier simuliert wird, aber damit einfach die Jungs mal ein bisschen wissen, wo das Tor steht. Ich habe schon mal ein bisschen umgebaut. Renke kommt raus, Kulinic kommt rein, hier Raphael kommt rein für Umo Diales. Umo Diales spielt im größten Fall immer, hat eine Moral von, weiß ich nicht, warum auch immer der so eine schlechte Moral hat. Ich lasse auch noch mal Sopo spielen. Und ich würde sagen, ich lasse auch Scheffler spielen für Justin Kühnen, der ja eigentlich so in Anführungszeichen der Starspieler ist. Auf der linken Verteidigerposition hat so ein bisschen Schuring den Rang abgelaufen. Malcharek könnte auch wieder spielen. Allerdings auch nicht so viel, deswegen lasse ich das erstmal so wie es ist, auch wenn es irgendwie blöd ist, dass Ekene jetzt da spielt. Wobei ich lasse Anubodem da spielen. Den trainieren wir ja, also ich denke schon, dass wir den umtrainieren auf IV statt LV. Ja, die zwei haben natürlich eine großartige, nee, ich mach das anders. Eine großartige Verbindung, genau wie die zwei. Deswegen lasse ich die auch mal spielen. Wir haben in der letzten Folge auch Tolga. Nee, haben wir gar nicht. Habe ich angesprochen. Tolga Özdemir. Haben wir bekommen. Rechter Mittelfeldspieler oder Flügelspieler, aber ich lasse den im rechten Mittelfeld spielen. Ey, kann man machen, würde ich sagen, ne? Also hat einen Amateurvertrag bekommen, dementsprechend haben wir den auch dann in unserer Mannschaft gelotst und ich lasse den jetzt erstmal direkt starten, ja? Für Holtby, damit er auch mal eine kleine Pause hat, weil der hat jetzt 7 Spiele durchgezockt. Da hat er auch mal eine kleine, aber feine Pause verdient, ne? Würde ich mal behaupten. Den Rest lasse ich so, Fragezeichen.
Ja, den Rest lasse ich so. Kann man ja in der Halbzeit auch alle, sofern es möglich ist, auswechseln. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Ja. So. Stammelf-Gedanken, so Blödsinn. Geht draußen, spielt euer Spiel. Was für Stammelf-Gedanken? Ich habe meine Stammelf. So, let's go. Zu Hause am Lohheider Stadion. Was im Moment in Real Life super ausgebaut wird. Also es ist wirklich ein traumhaftes Stadion. Hier allerdings nicht, aber vielleicht, weil man ja aufsteigt. Ja, man weiß es nicht, wie der Vorstand Bock hat. So, jetzt gehen wir rein. Tor schon. Nach nicht mal eine Minute. Tolga Özdemir. Jawohl. Der Neueinkauf. Der schnelle Neueinkauf vor dem Transfer-Deadline-Day. Schießt das 1:0. Zeigt, ich gehöre jetzt schon nach 2 Tagen zur Mannschaft. Ich kann das, ich will es und das nächste Tor, Bertelsmann auf Janik, Janik auf Kre. Raphael schießt das 2:1, 2:0. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Jetzt kann ich die Jungs auch mal loben. Jetzt kann ich die Jungs auch mal loben. Einfach damit die, wie gesagt, das Spiel mache ich jetzt nicht, um die Gegner irgendwie klein zu schießen oder so. Aber damit die einfach wissen, wo das Tor steht. Ecke Raphael. Bertelsmann, Raphael und Raphael mit dem zweiten. Wahnsinn. Kein Abseits, sehr gut. Und ja, da sieht man mal wieder auch im Testspielen, dass zum Beispiel ein Raphael sich sehr in die Mannschaft einbindet. Und auch dafür sorgt, dass er dauerhaft spielen möchte. So sieht es nämlich aus. Tor. Raphael wieder über links. Auf Kre. Kre mit der Flanke und Janik. Janik weiß, wo das Tor steht. Warum funktioniert es im Spiel nicht? Verstehe ich nicht. Aber umso schöner und direkt das hinterher. Raphael Eckball. Janik. Janik, wa? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Drei Minuten Nachspielzeit. Und da gehen wir in die Halbzeit. Ich meine, ich glaube, jedem war das klar, dass mach weiter so. War klar, dass das ein einsinniges Ding wird, ne? Aber naja, gut, okay, wir bringen, die haben alle Berkan auf jeden Fall für Philly, weil der hat auch noch nicht so viel Dings hier. Bertelsmann bringe ich auch mal, oder beziehungsweise
Bitupki. Stoßstürmer kann er ausspielen. Ja gut, dann können wir den das da so lassen. Ja, der Rest, der hat erstens Desinteresse und zweitens, ja. Wobei ich bringe, glaube ich, Malcheik für Sindermann. Damit er auch wieder seine Spielpraxis bekommt nach der Verletzung. Ansonsten. Lass ich's so. In Puto. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, der ist 17, 18 Jahre jung. Darf jetzt auch mal eine Halbzeit spielen. Und genau. Ich glaube, ist ein gutes Spiel bei 5-0. Kann man auch mal den zweiten Torwart reinbringen. Finde, das ist total legitim. Ist gerade passiert nicht so viel. Vielleicht schon oder nicht? Nee, keine Ahnung. 60. Minute. Wir wechseln nochmal komplett aus. Also wie die Bank es zulässt. Ich würde gerne Kulinic durchspielen lassen. Anubode muss ich durchspielen lassen. Holpi muss jetzt nicht unbedingt rein. Den einzigen, den ich gerne reinbringen möchte, ist Sopo. Und Sopo auch als Stoßstürmer. Kann der auch noch was anderes spielen? Wahrscheinlich nicht, ne? Er könnte pressender Stürmer spielen. Dann machen wir pressender Stürmer bei ihm. Als unterstützen. Ja, der Rest, der spielt eigentlich in der Saison dauerhaft, ne? Von daher muss ich jetzt nicht wirklich da irgendwie was dran tun. Mir geht es halt einfach nur darum, dass die halt dauernd, also nicht so wirklich oft spielen, dass die halt spielen dürfen und können, müssen. Aber Tolga Özdemir, der macht mir jetzt schon Spaß irgendwie. Erstes Spiel, erste Tor sozusagen. Tor für Wattenscheid von Bitiki. Raphael und Bitiki schießt. Und Tor. Sehr schön. Malcherer kriegt gelb. Ne, ist gut. Ist gut, ey. Ich gebe dir 60 Minuten, 14, nicht mal, 30 Minuten Spielzeit. Und du kriegst nach 10 Minuten einfach eine gelbe. Na gut. Musst du wissen, mein Lieber. Ne? Musst du einfach wissen. Kann ich ja auch nichts gegen tun. Wie gesagt, musst du einfach wissen. Kulinic erhält eine Verwarnung. Aber somit geht das Spiel 6-0 aus und das ist gut für die, meine ich zu wissen, Spielermoral. Und ja, also das interessiert, ja natürlich sind die Leute desinteressiert, die halt nicht gespielt haben, aber die werden ja jetzt in der nächsten Woche gegen
Viktoria Klachold spielen, ne? Aber das verstehen die halt nicht. Das verstehen die halt einfach nicht, dass es so ist, dass ich das halt alles tue, damit es dem Verein gut geht. Ich mache nochmal Spieltaktik. Ich weiß gar nicht mehr, wie was war. Wir starten direkt mit dem Terminplan und da sieht man, in der Liga haben wir gegen unseren Erzrivalen, also wenn wir irgendwann mal ja, gegen den ASC Dortmund gewinnen, mache ich ein Real-Life-Video, wo ich irgendwas mache, was ihr reinschreibt. Dennoch haben wir gegen die 2-1 verloren. Gut ist anders. Wir haben geführt und naja. Dann habe ich, glaube ich, Off-Video, also im Off gegen Krefeld Fischen gespielt, 6-0 gewonnen, damit ihr einfach mal wissen, wo der Tor steht, weil wir waren nämlich auf Platz 1, sind es jetzt nicht mehr, ja, wir sind mit punktgleich mit Frieden, AC Dortmund, Türkspor Dortmund. Ja, punktgleich. Ja, und da ist noch natürlich alles möglich. Aber wenn du mit 5 Punkten oder so, wie es ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, nee, kann man nicht sehen. Also egal, mit 4, 5 Punkten waren wir vorne. So, und jetzt auf einmal kommt Rödinghausen und Frieden, die uns überholen. Und das ist nicht gut. Für alle, die unsere Taktik, unsere Mannschaft nicht wissen, wie die aussieht. Das ist die Mannschaft. Ich weiß nicht, wie gesagt, in der letzten Folge, wie weit ihr da seid. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, wo ich dran war. Tolgor Özdemir haben wir geholt. Die konnten wir aus irgendwelchen Gründen, konnten wir noch holen. Ausgebildet bei Bochum. Ich sag mal 22 Jahren und für rechts haben wir sowieso jemanden gebraucht. Also von daher passt das auf jeden Fall. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dieser Mannschaft. Normalerweise spielt Julius da, aber der hat gerade eine echt schlechte Moral. Lecko Balzki. Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht weil er nicht dauerhaft Stamm spielt. Tolga Özdemir ist normalerweise jetzt Stamm. Ja, vor der Saison habe ich ja gesagt, ich möchte unbedingt hier noch einen rechten Mittelfeldspieler haben. Joshua Holtby hat da gespielt, hat das Ding auch gut gemacht, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass ein Joshua Holtby ins rechte Mittelfeld gehört. Vor allen Dingen nicht mit seinem Antritt etc. Mal gucken, was wir so machen. Ist fit, ja, ist gut. Unsere Stürmer treffen relativ gar nicht. Also außer Janik irgendwie. Also Bertelsmann, unser Schiedcoach von letzter Saison. Die haben eine gute Zusammenarbeit. Deswegen lasse ich Daniel Sopo gerade mal einfach draußen. Und hin und wieder bringe ich ihn dann rein. Einfach, dass der auch spielen darf, spielen kann. Genau. Dann haben wir hier Renke. Renke ist eigentlich unser Stamm. Also jedenfalls letztes Jahr. Kulinic hat sich jetzt gerade ein bisschen Vordergrund gespielt. Wir machen das hier auch mit ihm. Malcerek und Sindermann, aber die tauschen wir. Das ist so unser. Und Justin Köhlen kommt hier auch nochmal rein. Das wäre jetzt so unsere Stammgeschichte. Mir tut es ein bisschen leid für Berkan, weil Berkan eigentlich immer ein guter Backup war. Jetzt mit Holtby, der dazugekommen ist. Bisschen schwierig, hatte aber allerdings auch seine Einsätze. Also von daher ist das jetzt nicht so wild. Wir gehen mal weiter. Aber wir sind nur eine ganze Woche weg.
Ja, ist auch nicht schlimm, geht ja schnell. Also, das Ding ist immer noch Aufstieg. Ja, immer noch Aufstieg in die Regionalliga. Ganz klare Geschichte. Nee, wir spielen jetzt gegen Klarholz. Habe ich gerade gar nicht wirklich, also so wirklich gesehen, habe ich das jetzt nicht, aber ist das auch nicht egal. Wir sollen Jani gegen Bertelsmann tauschen und Fili gegen Kre. Ich würde sagen, das machen wir nicht. Weil, warum? Also, ich sehe da jetzt keinen Grund drin. Die spielen immer schon so zusammen. Klar, ich glaube, Janik ist auch Stoßstürmer. Mittlerweile aber auch Knipser, also von daher kann er das spielen. Bertelsmann ist Stoßstürmer. Das wird alles irgendwie so in der Form passen, ja. Ich will aber Holpi mitnehmen für Vierrad, weil der gerade echt eine bessere Form hat. Ich sag mal so, das ist jetzt kein Argument, aber ich nenne das, ich sag einfach, das ist ein Argument. Spieler werden sich auch bitte einen Moment Geduld. Ja. Für die Leute, die jetzt noch zugucken, können wir gerne in die Kommentare schreiben. Wollt ihr jeden Tag ein Video oder jeden zweiten Tag? Ich habe noch ziemlich viele Videos in der Pipeline, deswegen frage ich. Und auch die Möglichkeit, dauerhaft was aufzunehmen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, auf jeden Tag ein Video, dann wird das kommen. So, das war die Aufstellung von Klarholz. Das ist unsere Aufstellung. Wir kennen unsere Aufstellung. Und dann geht es los. Wir werden natürlich, ich habe ja damals auch noch mal einen Kommentar bekommen, wir machen das so, nur Kommentar. Ich habe ja damals einen Kommentar bekommen, also schon zwei insgesamt, was das soll. Das hakt ja nur, deswegen geben wir einfach einen Kommentar, geht auch schneller. Ja. Geht auch schneller und wir könnten rein theoretisch zwei Spiele in eine Folge packen. Müssen wir schauen. Zehn Minuten sind durch und dank Badeschlappen habe ich, das ist Blödsinn, dank Badeschlappen-LP habe ich gehört, oi, habe ich gehört, erst ab 10 Minuten oder ähnliches soll man die Leute ermutigen. Aber ich finde die Abwehr gut, außer Köln. Alles so geblieben, Mittelfeld auch, außer Özdemir und Sturm auch. Schachten, Cengiz Schachten bekommt gelb. Also wirklich viel passiert nicht, ne? Also es passiert ja grundsätzlich. Ich fordere mal mehr. Nicht so viel, wenn du Kommentare hast. Ja, Rödinghausen habe ich wirklich anfangen. Frieden auch. Was ist denn los? Wir müssen ein Tor schießen. Wir müssen ein Tor schießen. Wir gehen auch kontrolliert. Renke hat einen Elfmeter verschossen. Das sehe ich ja jetzt erst. Warum schießt Renke Elfmeter? Ja, nicht viel passiert, außer dass Renke einen Elfmeter verschossen. Warum schießt denn Renke einen Elfmeter? Hä? Wir hätten jetzt 1-0 führen können. Warte mal. Standards, Elfmeter. Elfmeter schießt Holpi. Danach Raphael und danach Renke. Warum?
Torge Özdemir schießt jetzt die Ecken. Geht das? Nee, geht nicht. Ach du dickes Ei. Ja, wobei Elfmeter technisch ist ja wahrscheinlich gehalten. Wir gehen weiter in die zweite Halbzeit, so wie aus der ersten Halbzeit gekommen sind. Und dann mal schauen. Ermutigen. Ja, hier ist ein Tor passiert. Kreh auf Janik. Auf Renke. Was auch immer Renke da macht, aber egal. Hä? Moment mal. Warum spielt Renke im Sturm? Was ist denn jetzt? Ich meine, ich freue mich über das Tor, aber was soll das denn? Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Fehler gemacht, aber es ist egal. Ist egal, Renke hat ein Tor gemacht. Ist so gut. Hat er das jetzt bestätigt? Gut. Und dann weiter. Ey, wir führen 1-0, das ist gut. Renke kann auch Tore schießen. Ja? Renke kann auch Tore schießen. Und so langsam aber sicher, Wiedenbrück hat Lasogga. Lol. Krank. Ja, Tor. Tor für uns. Renke auf Kreh. Kreh auf Bertelsmann. Und Bertelsmann mit. Hat er den mit dem Außenriss gemacht? Hat er den mit dem Außenriss gemacht? Absoluter Wahnsinn. Nehme ich gerne so an, aber wir gehen nochmal in die auf die Bank. Ja. Juli Mputi Putu, 16 Jahre jung, super Torwart, 3 Spiele zu 0, 3 Einsätze. Perfekt, wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Wir bringen Sopo für Janik. Auch wenn er gut ein Spiel macht, juckt mich nicht. Wir bringen Raphael für... Ne, du spielst für Özdemir. Oder? Warte mal. Wer ist denn der Backup für Özdemir? Kulnitsch... dann bringen wir Holpi. Bringen wir Holpi für Özdemir. Und Ekene für. Nee. Ekene war eigentlich geplant als Backup für Renke. Eigentlich nicht, aber. Ich war der Meinung, Renke geht, deswegen habe ich Ekene gekauft. Und Kulinic. Aber Kulinic ist sowieso auf Tralafiti. Wir bleiben so. Das passt. Wir bleiben so. Und somit steht 2-1. Wiedemann. Trube. Und Trube schießt. Abgefletschter Ball. Lübke keine Chance. Lübke keine Chance. Wir machen manchmal ein Zeitspiel. Ja. Wir machen manchmal Zeitspiel. Weil wir es können. So, bitte hier begeben weg. Scheine. 11 Meter geschossen, 41. und 54. einfach verletzt. Juckt mich nicht. Aber was mich juckt, ist, dass Wiedenbrück kein Tor schießt. Ich will da Sorge haben. Pierre-Michel Lasogga. Wahnsinn. Ich glaube, der wollte auch nicht zu uns kommen. Der wollte nicht zu uns kommen.
anfeuern. Ja, mag keiner meine Ansagen? Gut. Ist gut. Ja, weiter. 2-2. Ey, willst du mich veräppeln? Was ist denn? Okay. Dann müssen wir ein bisschen was tun. Wir bringen Holtby hier auf die Seite. Auf das offensive Mittelfeld, was er auch kann oder besser kann als alles andere. Geht Philly auf rechts? Natürlich nicht. Wir bringen Kulinic. Und wen bringen wir? Ist die Frage. Vorgeschobenes Spiel noch unterstützen. Kulinic, Flügelspieler angreifen. Kann Sopo eigentlich Knipser? Ich bringe den auch als Stoßstürmer. Yildiz, du gehst raus. Raphael kommt rein. Dann haben wir noch einen Wechsel. Sollen wir den jetzt benutzen? Komm, wir benutzen den und bringen gar keinen. Weil Enes nirgendwo spielen kann. Gut. Wir bringen kraftvolle Flanken. Wir machen kein Zeitspiel. Das und das etwas vertikaler. Vertikaler, Dankeschön. Gut, dann machen wir das und machen lange Abschläge nach, beziehungsweise auf die Außen. Und wir gehen ein wenig nach vorne. Torwart hindern dann kurz im Abspiel. Let's go. Dann haben wir das. In der Hoffnung, dass wir jetzt nochmal ein Tor machen. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir ist es auch egal, wenn die Leute etwas sagen, aber ich will meine Mannschaft sehen. Spielverträge, nur Kommentare, erweiterte Highlights. So, Yildiz ist am Ball jetzt. Jetzt aber mal Power hier, Sopo. Auf Kre. Kre. Oh, Hillemeyer hat den Ball. Hillemeyer hat den Ball. Mehr fordern. Kann nicht sein, dass wir eine 2-0 Führung einfach so verspielen. Wir gehen auf sehr offensiv in der Grundausrichtung. Kann nicht sein, dass wir wieder auf dem Platz 6 rumdaddeln. Und es passiert mal wieder nichts. Eieieiei. Kulinic, Holtby. Sieht Gönen auf der linken Seite, Gönen. Ja. Ach, ist das doch. Das ist doch wirklich echt. Wir waren nicht gut genug, wir müssen besser werden. Du kannst keine 2-0-Führung. Ich meine, das Vereinsziel ist jetzt nicht mehr Aufstieg, sondern einfach irgendwie in mittlere Tabellenhälfte. Aber es geht sich um das Prinzip, versteht ihr? Es geht sich um das Prinzip.
geht sich um das Prinzip, dass wir vor ein paar Spieltagen hier drei Stück an der Anzahl auf Platz 1 waren und jetzt hier wieder darum dann, ne? Wie gesagt, das Vereinsziel ist obere Tabellenhälfte, aber das ist halt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, dieses Jahr aufzusteigen. Und ich sag mal so, mein Vertrag geht nur noch bis Ende des Jahres. Also ich habe 2 Jahresvertrag von Wattenscheid bekommen und ich sag mal so, jetzt spielen wir auch noch gegen Frieden. Ist auch nicht schlecht. Wenn wir da nicht aufsteigen, dann könnte man sich überlegen, woanders hin zu wechseln. Die Frage ist auch, will Wattenscheid mich danach? Wahrscheinlich schon, weil wir eh obere Tabellenhälfte landen, davon gehe ich aus. Özdemir feiert sein Debüt. Happy Birthday. Ja. Wir lassen das mit dem Training so. Training ist auf Platz 2. Die waren letztes Jahr irgendwo unten. Hat Frieden nicht Lasogga? Warte mal. Wer hat denn Lasogga eigentlich? Lasogga. Wiedenbrück, okay. Die Frage ist, kriegen wir noch irgendjemanden? Nee, kriegen wir nicht. Kriegen wir irgendwie jemand noch, der irgendwie älter ist, so einen älteren Typen, sage ich jetzt mal, der irgendwie uns weiterhelfen kann. Warte mal. Suchen. Wir gehen mal auf Sturm, weil Sturm trifft eigentlich echt nicht. Also Sturm ist echt schwierig im Moment. Wir gehen mal von 32 bis 35. Vielleicht finden wir da was. Simon Engelmann, der wird nicht zu uns kommen. Da können wir alles tun, was wir wollen. Keinerlei Interesse mehr. Das sind halt auch alles Leute, die schon Vertrag haben. Das ist das Problem. Ohne Vertrag ist keiner. Vereinslos ist auch kein Schwein. Oh, Gottes Willen. Komm. Wir sind so tief gesunken. Für 30. Nee. Aber irgendwie in der Bundesliga irgendjemanden, der eventuell Lust hätte. Titelverteidiger bei München. Da sind wir noch weit von entfernt. Sag ich, das ist hier Gladbach. Ihr habt doch immer auch mal so ältere Leute. Ja, Miroslav Čela ist ein Stürmer. Hättet ihr Bock, ihn auszuleihen? Für 0,0 Euro. Die Leihen gut gar nicht. Okay. Machen wir mal. Machen wir mal, machen wir mal. Ach, hier ist doch kein Schwein. Da müssen wir durch. Müssen wir durch. Scouting abgeschlossen. Kai Försterling, Beltran wäre eine sinnvolle Option. Ja, ich werde dich nehmen, aber du wirst nicht zu uns kommen. Jedenfalls nicht in der Saison. Siehst du? Das sag ich doch. Ich bin noch nicht lange bei meinem Verein. Das ist mir doch Wumpe. Finn Otto. Ey, Finn, hast du Bock? So auf Leihbasis, ne?
Einfach nur auf Leihbasis ein Jahr oder so. Oh, einfach nur. Ey, du hast keinen Verein. Du könntest bei uns zocken. Verstehe ich auch nicht, ne? Der hat keinen Verein. Und trotzdem will er dann halt nicht zu jemandem, der. Na gut, für den ist das wahrscheinlich ein Untergang oder so. Oder sonst irgendwie was. Aber gut, müssen wir durch. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Kulinarischer Fortschritt, Getiefe und Zukunft. Ist gut, ist gut. Miroslav, was wollt ihr denn? Drei, ne, genau, ihr wollt 30 Millionen für den Typen haben oder was? Selber. 30 Millionen. Ich glaube, das so gut wäre. Ihr habt damals Jan Sommer für 8 Millionen statt für 30 verkauft. Und jetzt wollt ihr so ein 16 30 Millionen. Geht mir nach Hause. Da, das war eine Schließ von Zeller. Ich weiß nicht, wenn Ole entschlossen ist, sein Wunschspiel zu holen, wenn. Damit er mich unsicher wo wir stehen. Ja, biete am besten nochmal 50 Millionen. Dann könnten wir den holen, weil. Ich hoffe, wir können da eine Lösung finden. Lösung vor allen Dingen lösen. Also ganz ehrlich, was soll denn das? Der ist 16 Jahre 30 Millionen von dir haben. Bist du bescheuert? Ich will ihn ja eigentlich auch nur leihen. Weil meine Stürmer schießen gerade einfach nur Tore. So, ich mach das jetzt hier nochmal. Ich krieg dir wahrscheinlich eh nicht, aber ich will es einfach machen. Ich biete dir 300.000. 30 Millionen. Ja, ich biete 30 Millionen als Wattenscheid. Ey, was soll's? Wir haben die Kohle. Wir haben die Kohle. Wir haben die Kohle. Wattenscheid bietet 58 Millionen für Chiller. Ja, siehe. Wir haben jetzt auch jemanden, der uns hilft bei unseren. Ne? So ein Sponsor wäre was Geiles. Ne? So ein Sponsor wäre schon echt nicht verkehrt. Schade, dass es das noch nicht gibt, dass man so einen Sponsor hat, der noch mal ein bisschen Geld dazu. Weil er Leon Schürmann, Torwart. Ja, gut, gut, gut. Liebe Freunde, wir spielen in der nächsten Folge gegen Frieden. Platz 2 im Moment. Hatte man jetzt auch nicht wirklich besonders auf dem Schirm. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Aber wir werden sehen, was in der nächsten Folge passiert. Gegen Frieden und ey, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, attraktiven Tag und wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, gerne Daumen hoch. Auf Wiedersehen. Tschüss.